Das Mega-Ereignis, von dem kaum jemand weiß. In den Medien wird kaum davon berichtet, dass jetzt ein Mega-Ereignis bevorsteht, bei dem auch gewisse Kräfte zu verhindern suchen, dass dieses nicht bekannt wird. Wenn wir jedoch davon erfahren, dann kann dies eine entscheidende Wende in uns hervorbringen, mit der wir die äußere Welt stärken können. Und energetisch laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, zum Beispiel insbesondere auch durch die Sonnenstürme. Man muss dabei wissen, dass die Sonnen hochbewusste spirituelle Wesen sind, gottesgleiche Wesen, die hier Energien einströmen aus dem galaktischen Zentrum, und zwar genau in der Intensität, wie es für uns richtig ist. Nicht zu viel, dass wir davon überfordert sind, aber auch nicht zu wenig, dass es keinen Effekt hat. Die Sonnen wissen genau, was wir brauchen, und sie speisen die Energien durch die Sonnenstürme jetzt herein und bereiten solche kosmischen Events damit vor. Und zur weiteren Vorbereitung möchte ich heute eine Meditation oder sagen wir eine Tempelreise, eine Einweihungsreise freischalten, in der kosmischen Universität, die uns dabei helfen kann, aus dem alten System immer mehr und mehr herauszugehen, auszusteigen und unsere Energien stattdessen in die neue Welt einzuspeisen, in eine friedvolle Welt, die jetzt gerade parallel erschaffen wird. Und wir können ein Teil dieser Erschaffung oder dieser Schöpfung sein. Es braucht aber unsere ganz bewusste Entscheidung, unseren freien Willen. Und diese Entscheidung können wir jetzt zum Ausdruck bringen. Beziehungsweise es geht um sehr viel mehr. Es geht darum, dass wir die Entscheidung bekräftigen, vor allem auch mit unserer Handlung. Und diese Entscheidung wird uns jetzt im April bei einem besonderen kosmischen Event abverlangt, wenn wir darum wissen. Und bei der Entscheidung geht es natürlich darum, sich entweder für das Alte oder für das Neue zu entscheiden. Und du kannst nicht beides wählen. Du kannst nicht in der negativen alten Welt verhaftet sein mit all seinen Nachrichten und dem Neuen friedvoll dienen, sage ich jetzt mal. Du kannst nicht das Negative konsumieren und das Positive ausstrahlen. Das funktioniert nicht. Von daher geht es jetzt nochmal ganz klar darum, sich bewusst zu machen, was du wirklich willst. Wenn du noch in der alten Welt verhaftet bist mit all den negativen Nachrichten, und zwar egal, aus welcher Quelle sie stammen, ob sie aus dem Mainstream stammen, aus den Alternativmedien oder den sogenannten Verschwörungstheorien. Viele von diesen Medien haben eines gemeinsam, sie sind negativ. Und wenn du dich damit permanent beschäftigst und dir permanent diese negativen Nachrichten anschaust, dann konsumierst du sie. Es ist eine Art von Konsum. Du nimmst das Negative in dich auf. Und für viele ist das wie eine Sucht, weil sie in Wirklichkeit auf der Suche nach dem Wahrhaftigen sind. Du bist entweder auf der Suche nach dem Wahrhaftigen oder du bist süchtig nach dem Negativen. Und wenn du eben daran klebst, an dem Negativen, und weiterhin deine Finger nicht davon lassen kannst, dann ist das Folgende, was jetzt kommt, vermutlich nicht für dich geeignet. Dann könntest du jetzt direkt ausschalten. Denn hier geht es ja darum, sich zu entscheiden, dem Positiven zu dienen, dem Göttlichen zu dienen, der Liebe, der Weisheit, dem Frieden zu dienen. Indem wir es in uns aufnehmen und es aus uns heraus ausstrahlen. Und du kannst entweder nur das beim Positiven machen, wenn du das Positive aufnimmst, strahlst du das Positive aus. Wenn du das Negative aufnimmst, strahlst du das Negative aus. Es wird jetzt im April ein Event kommen, das uns die Entscheidung abverlangt oder abverlangen kann, sofern wir uns darüber bewusst werden. Und ich werde über dieses kosmische Event auch noch eine extra Podcast-Folge machen. Wenn du sie nicht verpassen möchtest, dann abonniere an dieser Stelle gern
meinen Kanal. Und wenn du jetzt immer noch dabei bist, dann hast du dich scheinbar für das Neue, für das Friedvolle entschieden. Und deswegen möchte ich dich jetzt erstmal herzlich einladen zu der Tempeleinweihung. Und wir beginnen mit einer kurzen Einleitung, damit du auch weißt vorab, worum es geht und wohin uns die Reise führt. Und die meditative Reise zum Einweihungstempel, die wird in der Kosmischen Universität freigeschaltet, wie immer auf Spendenbasis, weil ich weiß, dass viele meiner Zuschauer im Moment auch ein paar finanzielle Challenges haben, was auch gar nicht dramatisch ist. Jeder hat bestimmte Challenges in bestimmten Bereichen. Und alle dürfen die Möglichkeit haben, diese Einweihungsreise zu erleben. Und diese Art des Energieausgleichs werden wir sowieso in der fünften Dimension so erleben. Dann wird nicht mehr von dem, der gibt, auch vorgegeben, was er dafür bekommt, sondern derjenige, der empfängt, der darf selber entscheiden, wie wertvoll oder wichtig das für einen selber ist und welchen Energieausgleich oder welche Wertschätzung er dafür geben möchte. Und den Link findest du wie üblich in der Videobeschreibung. Und wenn du magst, kannst du zu der Meditation auch eine Kristallkugel oder einen Kristall hinzunehmen, zum Beispiel in deine Hand halten oder irgendwo auf deinen Körper legen. Und alle Frequenzen und Codes oder das höhere Wissen, was wir in dieser Einweihung erhalten, das können wir direkt auch in die Kugel oder in den Kristall fließen lassen, sodass es dort abgespeichert wird. Und das Wundervolle ist, wenn du dann später einmal in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du bist gerade nicht mit dem Höheren verbunden, kannst du diesen Kristall in deine Hand nehmen und die Energie ist sofort dir zugänglich. Ja, und jetzt erstmal herzlich willkommen im wundervollen Tempel des göttlichen Dienens. Heute besuchen wir den Tempel des freudvollen Dienens. Und das freudvolle Dienen, damit kann man beginnen, wenn sich unser fünfdimensionales Herz geöffnet hat. Denn in dem Moment, wenn das passiert, dann machen wir sowieso alles mit Freude und aus Vergnügen. Und wir dienen dann der Gemeinschaft, in der wir leben, oder sogar der ganzen Welt und stets zum höchsten Wohle aller. Und in dem Moment, wo wir das tun, das freudvolle Dienen ausführen, fühlen wir uns gesegnet und wir fühlen uns selig und strahlen ein wundervolles Licht aus, das auch von anderen wahrgenommen werden kann. Und das freudvolle Dienen an sich ist einer der großartigsten Aufstiegspfade überhaupt. Und wenn wir den voll und ganz verinnerlicht haben oder das freudvolle Dienen voll und ganz verinnerlicht haben, dann kann das ein Teil unseres Wesens werden, dass wir gar nicht mehr das freudvolle Dienen ausführen, sondern wir sind das freudvolle Dienen. Und um jetzt mehr über das freudvolle Dienen zu erfahren, besuchen wir eben den Tempel des freudvollen Dienens. Und dieser wird geleitet von Meister Gotumi und Erzengel Metatron. Und die beiden geben ihr Licht in diesen Tempel. Und in der Mitte des Tempels steht eine große Kugel, die eben von dem gold-orangefarbenen Licht von Metatron und dem gelben Licht von Meister Gotumi gespeist wird. Und in den letzten
Wochen, Monaten oder sogar Jahren wurden wir darauf vorbereitet, diesen Tempel zu besuchen, indem sich unser Herz immer mehr und mehr geöffnet hat und wir mit unserem Herzen auch alles fühlen können, was andere Wesen fühlen. Denn erst wenn wir unser Herz so weit geöffnet haben, dass wir ein mitfühlendes Wesen sind, erst dann können wir uns mit der Quelle voll und ganz verbinden. Und wenn wir das tun und eben für diese Quelle dienen, im freudvollen Dienen, dann ist das eines der größten Aufstiegsgeschenke, die wir bekommen können. Und mit zu diesen Geschenken gehört auch, dass wir in diesem Tempel geometrische Codes bekommen. Die werden in unsere Kristallkugel einprogrammiert, sodass sie uns zur Verfügung stehen, wann immer wir es brauchen. Und sie aktivieren insbesondere auch unser angeborenes Wissen, dass wir selber göttlich sind und dass wir nur einen Wunsch haben, dem Göttlichen zu dienen und eben das reinste weiße Licht oder die reinste weiße Liebe zu sein. Und wenn wir diesen Tempel besuchen, dann stehen uns auch viele Engel zur Seite und einige der Engel, die kommen dann anschließend mit uns hier auf die Erde und werden ein Teil unseres Teams. Sie sind bereits jetzt ein Team, aber sie kommen dann herunter auf die Erde und stehen uns in diesen Räumlichkeiten stets zur Verfügung. Ja, und so ist es, wenn wir diesen Tempel besucht haben und uns dafür entschieden haben, in den freudvollen göttlichen Dienst einzutreten, dann werden wir das alles mit Freude ausführen und sehr, sehr viel Hilfe aus den Engelreichen und auch von den aufgestiegenen Meistern erhalten.